Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. Könnte eine klasse Partie werden. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Da kommt die Aufstellung, so gehen sie in diese Partie heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf, da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Sie wollen sich auch heute wieder ein bisschen zurückziehen. Ne? Gefällt natürlich nicht jedem, aber effektiv kann das natürlich durchaus sein. Trotzdem. Spektakulär ist es nicht, aber es ist ihre große Spezialität. Hinten dicht machen und tief stehen. Und jetzt starten wir in die erste Hälfte. Martin. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Da mit viel Übersicht. Da holt er den Ball zurück. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Sauberes Tackling von ihm. Martin. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Chance zur Führung. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ja, weg ist der Ball. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Martin! Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Der Ball kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. Ein guter Block hier. Neudecker. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Rügen.
Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Sie lassen sie kommen. Das kann natürlich auch mal schief gehen. Riesenchance zur Führung. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. McEachran. Neudecker. Toprak. Das könnte die Chance werden. Vielleicht die Führung jetzt. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Da kommt die Ecke. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, es waren sie gut. Setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber es hat ja jetzt funktioniert. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und er geht an ihm vorbei. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Jetzt schießt er. An den Pfosten, aber immer noch Gefahr. Sie haben den Ball und damit ist die Szene erstmal beendet. Aber das war knapp. Da hat sie Alou gerettet. Da war eine Menge Glück dabei. Martin. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen. Läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Der Ballverlust jetzt. Sieht vielversprechend aus. Ganz sicher. Ecke in den Strafraum. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1.
Und jetzt geht es hier weiter. Hereingabe. Sie bekommen den Ball nicht raus. Abgepfiffen. Abseits. Morgan Gibbs White. Schnattere. Ball kommt in die Mitte. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Ballgewinn hier. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Sauber vom Ball getrennt hier. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Trainer wechselt, zwei neue kommen in die Partie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Bei ihm ist Endstation. McEachran. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Schöne Aktion. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Martin, Neudecker. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Ist jetzt nicht so richtig gefährlich, dieser Ball. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Die Chance auf den Konter. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Jetzt ist der Ball dort auf weg, gut aufgepasst und verteidigt. Enorm enges Spiel, auch was den Ballbesitz angeht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Beide machen Druck. Und jetzt könnte hier durchaus schon wieder was entstehen. Das macht er sehr gut. Rügen. Schiedsrichterin entscheidet erstmal auf Vorteil. Da ist der Ball weg. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Die Chance.
Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. 8 Minuten jetzt noch. Ball läuft gut jetzt. Da muss er aufpassen. Toprak. McGeady. So langsam wird's gefährlich. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. Was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. 2-4 und das wird Einwurf geben. Na, der kommt gut. Das sieht vielversprechend aus. Ja, setzt sich schön durch. Flache Hereingabe. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste haben hier also verloren. Ausschlaggebend für diese Niederlage war natürlich dieses späte Gegentor. Darauf gab es keine Antwort mehr. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.